Pekka Rautakallio, eine Finalniederlage, wie enttäuscht sind Sie? Nein, ich bin echt enttäuscht. Da war es eine vorragende Mannschaft, sie haben ein gutes Eishockey gespielt. Wir haben unsere Beste gegeben, mehr kann ich nicht. Alle unsere Spieler haben eine Beste gegeben, das ist genügend für mich. Jetzt zu Beginn des Turniers wurde Riga rasch als Favorit gehandelt. Sie haben immer gesagt, das darf man nicht so sehen. Hat man heute gesehen, dass vielleicht eben Davos doch besser ist als Riga? Ja, weil wir haben drei Blocks haben wir gehabt, die normalerweise nicht für uns spielen. Und wir haben viele Junioren und das war sehr wichtig, weil wir haben so viele Verletzungen gehabt und es war viele schöne Erfahrungen für unsere jungen Spieler. So hier sein in diesem großartigen Tournament und auch für mich eine super Situation zu sehen, was sie machen können. Können Sie den Erfolg, auch Davos hat jetzt einige Male nicht gewinnen können und jetzt hat es wieder geklappt, freut man sich da auch ein bisschen mit? Doch, natürlich, weil sie haben eine hervorragende Goalie, eine ganz klare Weg, wie sie wollen Eishockey spielen, was sehr gut auch ist. Und sie haben wirklich gut gearbeitet, wie eine Mannschaft arbeiten muss. Ich sehe nie einen Grund, warum diese Club nicht Erfolg haben. Jetzt im nächsten Jahr hat Freddy Pargetzi schon gesagt, wahrscheinlich zwei KHL-Teams. Würden Sie gerne wiederkommen? Natürlich, das ist eine hervorragende Situation. Das ist eine hervorragende Tournament und klar, sehr gerne. Okay, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr. Danke. Hoffentlich, danke.